Das Arschleder. Einst diente es den Bergmännern, den Minenschacht herunterzurutschen. Bei der LEAG hat es seit 16 Jahren noch eine andere Funktion. Nur die Besten dürfen nach Abschluss ihrer Ausbildung über das Arschleder springen. In diesem Jahr waren es 5. Stefan Schmidt wurde so auch die Ehre zuteil, den Sprung zu machen und sich in der Chronik der Besten verewigen zu können. Das ist ein unglaubliches Gefühl, atemberaubend. Man ist stolz auf sich selber, dass man endlich mal über das Arschleder springen durfte. Auch mit dem Schleifenbandsprung, wenn man hier saß, hatte ich schon immer den Traum, dort über das Arschleder zu springen. Der Brauch des Ledersprungs hat bei der LEAG einen hohen Stellenwert. Die Veranstaltung hat für die jungen und alten Bergmänner Bedeutung, genau wie der Sprung über das Schleifenband. 95 Auszubildende des ersten Lehrjahrs haben ihre Probezeit erfolgreich bestanden und beginnen ihre Ausbildung somit auch mit einer Tradition. Die Tradition ist nicht um ihrer selbst willen da, sondern wir versuchen damit natürlich auch ein Bindeglied zwischen alt und jung zu schaffen. Wir versuchen auch die jungen Leute an dieses Thema Bergbau ranzuführen, an Grundsätze auch wie Kooperation, Teamfähigkeit, Verlässlichkeit. Und das ist eigentlich immer auch so ein wichtiger Punkt, die Menschen zusammenzuführen. Und da bin ich froh, dass wir mit dem Ledersprung eine Institution haben, die jetzt schon im 16. Jahr besteht, die sich bewährt hat. Und auch wenn es manchmal komisch wirkt, wenn junge Menschen sich an der Hand nehmen und über ein Schleifenband springen oder jemand von einem Baggereimer runterspringt, das hat für die Menschen eine Bedeutung. Und das ist schön, wenn man das an so einer Veranstaltung so wahrnimmt und in so einer auch festlichen Atmosphäre gemeinsam feiert. Wer der 95 neuen Auszubildenden am Ende übers Arschleder springen darf, ist noch offen. Was man alles dafür machen muss, weiß Stefan Schmidt. Der 20-Jährige gibt sein Erfolgsrezept weiter. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie immer mit dem Herz dabei sein sollen, immer Engagement zeigen, immer dabei sind, sich einbringen, auf jeden Fall immer die Chance nutzen, im Förderkreis teilzunehmen, in der Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken, sich immer anzubieten und immer mit Herz dabei zu sein. Die LEAG ist nach wie vor der größte Ausbildungsbetrieb der Lausitz. Zum Ausbildungsjahr 2019 haben insgesamt 149 Auszubildende ihre Lehre begonnen. Das Auswahlverfahren für das nächste Ausbildungsjahr läuft bereits.